Bettlern gebe ich grundsätzlich nichts. Egal, welche Geschichte die mir erzählen. Selbst wenn sie verkrüppelt oder rührselig auf die Tränendrüse drücken. Nein, da bleibe ich schon hart. Mein Geld würde doch nur das nächste Besäufnis oder die nächsten Drogen finanzieren. Außerdem gibt es in unserem Land so viele Hilfsangebote, da braucht hier niemand blöd rumzusitzen und zu betteln. Die sollen mal schön arbeiten. Gut, wir können so denken, aber christlich ist das nun wirklich nicht. Die Gabe von Almosen gehört zu den 7 leiblichen Werken der Barmherzigkeit. Geh, verkaufe, was du hast, gib das Geld den Armen und du wirst einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Diese Empfehlung kommt von Jesus selber, als der reiche Jüngling wissen will, was für ein christliches Leben angesagt ist. Aber nicht nur im Christentum ist die freiwillige milde Gabe für die Bedürftigen Programm. Juden, Buddhisten, Muslime, alle fordern zu Almosen auf. Und wer viel hat, der soll auch mehr abgeben. Wenn wir uns also das nächste Mal an einem armen Schlucker vorbeimogen wollen, sollten wir unserem Gegenüber wenigstens in die Augen schauen und grüßen. Gut christlich aber ist es, wenn wir nicht nur unser Herz öffnen, sondern ihm auch eine milde Gabe in die Hand drücken. Barmherzigkeit will ich. An diesem Wort Jesu kommt kein Christ vorbei. Ihr, Rainer Wölki, Erzbischof von Köln.